mit. Oder lieber, ich hab einen roten Knopf mit einem toten Kopf. Wenn ich ihn drücke, dann geht alles hoch am Block. Boom, 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 boom. Ich bring euch alle um. Bring euch alle um. Bring euch alle um. Boom, 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 boom. Ich bring euch alle Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Commentary von mir und heute wieder mit dem guten Gesicht des Tages der heutigen Kanals. Und wir sind heute mal wieder auf einem guten Kanal unterwegs und wie auch hier, wie immer eigentlich, unvorbereitet reingeschmissen, einmal die Kamera hier gestartet, das Gameplay angeschmissen und redest drüber wie immer und je. Und jeder bereitet sich anders darauf vor und ich denke mal, ich kann da ein bisschen, naja, nicht mehr erzählen, aber ich denke mal, so um den Dreh herum könnte man sagen, man kann sagen, es gibt die Leute, die irgendwelche Vorbereitungen haben und manche nicht. Und ich bin da eher so der Freestyle-Typ und ich denke auch, ich habe auch letztens, Entschuldigung, weil ich irgendwie gerade ein bisschen, meine Stimme ein bisschen heiser ist, aber ich hatte gestern einen 6,5 Stunden Laber-Stream in Minecraft, also das heißt, ich habe 6,5 Stunden durchgelabert und das ist irgendwie meine Stimme heute, ich habe keine Ahnung wieso, aber ich kann kein Display mehr sehen und ich gerade hier mit meinen Augen, gerade hier ins Display schauen oder auf die Kamera geht er noch, aber anderweitig nicht. Und ist riesengroß Intro gewesen, aber heute werde ich mal irgendwas erzählen, ich habe keine Ahnung was, aber wir sehen, werden sehen, ne? Wieder ein bisschen Freestyle, wie immer eigentlich, alle mal ein bisschen Freestyle und ich denke, es kommt irgendwie am besten rüber. Es gibt ja heute Vielzahl Videos irgendwie auf YouTube, die alles nur der Schein haben. Sie sind irgendwie gescriptet oder eben nicht gescriptet, sie sind Freestyle oder irgendwie. Man hat eben alles ein bisschen und ich denke mal, es gibt Leute, die merken das irgendwie nicht, ne? Wenn etwas gescriptet ist, auch Scripted Reality TV. Wieso heißt es denn Reality TV? Es steht Scripted davor. Wieso? Warum überhaupt? Wieso scriptet jemand ein Reality-TV? Wenn gute Situation ist zum Beispiel auch RTL. Wieso scriptet man da ein Reality-TV? Real ist ja dafür, dass es real ist. Und da spricht man schon irgendwie die Dummheit der Menschen an. Weil so dumm wie die Frauen und Männer dargestellt werden, diesen Shows und TVs, kann niemand sein. Tut mir leid, aber das kann niemand sein. Das ist abnormal, unnormal doof, was sie da abziehen. Das geht einfach nicht, das könnte man nicht machen. Und ich weiß nicht, irgendwie die Menschheit verdummt immer noch. Die Menschheit ist so am Verdummen. Und ich weiß nicht, ich halte mal den Fernseher ab, schaut ein bisschen YouTube oder geht mal raus, lest Bücher. Ich weiß, in der heutigen Zeit Bücher lesen ist vielleicht ein bisschen verpönt. Aber wieso nicht? Es tut ja nicht weh. Und ich denke mal, vielleicht auch ein bisschen abschalten von dem Ganzen kann ja auch nicht schaden, ne? Rausgehen, mit Freunden treffen, mit Freundinnen rummachen, mit Freunden rummachen. Ihr wisst, was ich meine, oder? Nicht nur von dem ganzen TV hocken und sich dauernd die Kacke aus dem Gesicht oder aus den Händen trauen hier. Man muss einfach mal ein bisschen rausgehen. Und ich denke mal, man kann es manchmal tun und manchmal nicht, denn es gibt solche Tage, da wollen wir einfach nicht rausgehen. Solche Tage wie zum Beispiel, was sagt man? Es regnet die ganze Zeit. Es regnet in Strömen. Da will man nicht rausgehen, oder? Oder wollt ihr draußen rausgehen? Willst du rausgehen, wenn es draußen regnet? Ich denke nicht. Und das ist irgendwie ein Problem dabei. Oder nicht ein Problem, aber ich denke, das können wir schon machen. Und man muss eben schauen, wo man ist. Man sieht es auch an den heutigen Tagen. Eben genau, mein Reden ist heute irgendwie voll am Arsch. Tut mir leid für das, aber ich habe gestern wirklich 6 Stunden durchkombiniert. Es ist hundsmüde. Ich habe meine erste Spende bekommen gestern. Nicht viel, aber ich freue mich so und ich ist irgendwie, ich weiß nicht. Ich fühle mich irgendwie tot. Mein Gesicht, mein Körper sagt, hey, du bist noch da, du kannst alles machen. Kennt ihr die Situation? Wenn ihr irgendwas die ganze Zeit vor dem Computer sitzt oder vor dem TV oder was auch immer, dein Körper sagt, du musst noch was machen, du bist noch stark, du kannst noch rennen, du kannst noch Sachen machen, du kannst noch 1000 Kilometer rennen. Aber irgendwie, dein Hirn sagt, oh, ich bin weg. Das ist so eine Situation von heutzutage. Man ist down, aber doch nicht wirklich down. Und Fitness so gesehen ist auch nicht gerade das, was man hier machen kann. Dagegen. Ja, man hat auch ein paar Mal das Gefühl, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich irgendwie nur rumsitze und nichts tue. Und ich habe irgendwie so ein
Ich mache ja nur Videos. Auch hier gerade, ich mache nur Videos. Warum schauen das Leute? Weil es kommentieren, weil man das Zeug kommentiert, weil es spannend ist, was irgendwelche Geschichten dahinter hat. Wie zum Beispiel auch vor drei, vier Videos, die ich gemacht habe, habe ich auch irgendwas geschrieben mit, oder gesagt, von wegen Real-Life-Stories und Co. Jemand wurde verschlagen in der Ferien. Und übrigens, den Typ, der verschlagen wurde und das Auge ein bisschen zulasern musste, so zuschweißen musste, glaube ich, jetzt in den zweiten oder dritten Ferien, die er gemacht hat oder ist, einen Zahn rausgehauen bekommen. Also irgendwie ist er da was im Kommen. Ich weiß nicht. Ich glaube, da ist Terrorismus schon klar. Und auch Terrorismus hat auch wieder das Problem mit Flüchtlingen. Weil Leute ziehen zu uns, weil es Krieg auf einem anderen Ort oder in ihren Ländern gibt. Und das ist irgendwie ein Problem, weil wo können wir, oder besser gesagt, in der Schweiz gibt es noch weniger Platz als in Deutschland. Oder Fläche, wo man irgendwo hinziehen könnte. Und ich frage mich da, was ist nur los? Ich bin ja nicht ein Menschenfan oder so. Ich will gerne Leuten helfen. Ich unterhalte gerne Leute. Aber wenn man keinen Platz hat, kann man nicht aushelfen. Und da ist irgendwie für mich ein Strich oder irgendwie etwas zu ziehen. Irgendwann ist mal voll. Es platzt aus allen Nähten. Nehmen wir schon eine größere Stadt in der Schweiz. Zürich kennt vielleicht nicht jeder, aber da sind die Mietpreise echt zu hoch. Für ein zweieinhalb Zimmer zahlst du da vielleicht 2.000 bis 3.000 Schweizer Franken. Das ist einfach für ein normaler Mensch unbezahlbar. Tut mir leid, aber als ich fast einen Job da hatte, habe ich mal ein bisschen Wohnungen gesucht. Und ich habe zum Beispiel eine 3.5 Zimmer Wohnung für knapp 3.500 gefunden. Und ich dachte mir, was willst du haben? Muss ich reich sein, um da eine Wohnung zu kriegen? Das ist einfach doof. Oder es gibt sogar mal gefunden, eine 4,5 oder 5,5 Zimmer Wohnung für 6.500 im Monat. Da sind die Mietpreise bei uns ein bisschen anders in ländlichen Gebieten mit, was mal, so 3,5 Zimmer für 2.000, ne, für 2.000 rum. Das ist schon angenehmer, weil 4.000 für eine Wohnung, echt, da ist doch, da kannst du vielleicht mehr wohnen. Und es gibt Leute, die können nicht mehr arbeiten, es gibt Leute, die haben keinen Job. Und wie wollen die das finanzieren? Das ist ja abnormal, oder? Geht gar nicht. Ich weiß nicht, wie ihr da draußen lebt. Ich könnte mal in die Kommentare schreiben. Ich würde es wirklich wundern nehmen, wie ihr da draußen lebt. Weil es hat nicht jeder die finanziellen Mittel, um sowas, eine Wohnung zu leisten irgendwo. Man ist gezwungen, enger zu leben. Und man kann nicht irgendwas finanzieren. Und ich will euch wissen, wie es bei euch ausschaut. Viel Spaß, wir sehen uns.